Und nicht Kummer, was ist die Triennale? Die Triennale ist eine große Schau zeitgenössischer Kunst, die von dem Verein Label Art organisiert wird. Dieser Verein besteht aus 17 Organisationen, die sich mit zeitgenössischer Kunst im Wallis beschäftigen: Museen, Galerien, Künstlerverbände und Kunstschulen. Und dreimal, also alle drei Jahre, veranstalten wir diese große Kunsttriennale zeitgenössischer Kunst. Der Kunstverein Oberwallis macht mit. Was ist Ihr Beitrag? Der Kunstverein Oberwallis möchte gerne diese sprachüberschreitende Komponente ganz besonders betonen. Er hat den bosnisch-amerikanischen Künstler Amerko Baslia eingeladen, der im letzten Jahr hier schon Artist in Residence gewesen ist. Herr Kobaslia ist nach Martigny gefahren, wo der außerinstitutionelle triennale Standort ist, hat sich das angeschaut und hat diese Gegend um das Relais du Saint-Bernard, die Autobahnraststätte, gemalt und ihr eine ganz eigene Prägung gegeben. Der zweite Teil der Schau des Kunstvereins besteht darin, dass wir alle Besucher, vor allen Dingen eben auch die Oberwalliser, dazu einladen, dorthin zu fahren, sich die Ausstellungen anzuschauen, mit ihren Smartphones Fotografien zu machen und uns die auf die Website www.meinetriennale.ch aufzuschalten. Diese Bilder werden dann hier in der Galerie zur Matze in Brieg in einer permanenten, ständig wechselnden Schau gezeigt. An wen richtet sich das Projekt? An alle. Jeder, der interessiert ist, sich überraschen zu lassen, was zeitgenössische Kunst bieten kann, ist aufgefordert, seinen eigenen Beitrag dazu zu leisten und seine persönliche Einschätzung in Form von Fotos hierher zu schicken. Und auf diese Weise beamen wir quasi das Unterwallis ins Oberwallis. Ihr habt gesagt, dass die Leute, die jungen Leute vor allem, können mit den Mobiltelefonen Fotos machen. Wollt ihr vor allem junge Leute, damit euch wieder für die Kunst begeistern? Das auf jeden Fall. Aber es richtet sich nicht nur an Junge, auch Ältere können da angesprochen sein und uns Fotos schicken. Es soll einfach ein breites Spektrum sein und wir möchten die persönliche Empfindung unserer Besucher hier widerspiegeln. Wie sehen Sie die Kunst? Wie stehen Sie dazu? Was würden Sie selber da hinstellen? Die dir selber euch zeichnen? Ja, ich bin selbst auch künstlerisch tätig, vor allen Dingen im Bereich der Druckgrafik.